Hallo Wander- und Autofreundin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Wir sind heute in Moorbach, genauer gesagt in Elzerath, das ist ein kleiner Teil von Moorbach. Und wir laufen heute die Jakob-Maria-Mierscheid-Runde. Ja, und zu dieser Runde gibt es noch eine kleine lustige Geschichte, die werden wir euch so ein bisschen während der Wanderung aufdröseln, aufklären. Genau, ganz witzig. Ja. Ja, und wenn ihr wieder Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, für euch nur so ein paar Infos vom Jakob-Maria-Mierscheid-Weg. Wir gehen 11,3 Kilometer und 230 Höhenmeter und mit ganz viel Sonnenschein, deswegen sehe ich aber nichts. Ja, die Sonne scheint uns wirklich gerade entgegen. Wir sind sehr geblendet, aber bisher eine tolle Aussicht hier oben über Moorbach und die Höhenlagen. Und hier noch eine Info, der Weg wurde mal vor ein paar Jahren geändert. Der war früher ein bisschen länger, irgendwann mit 15 Kilometer so rum. Ja. Aber der Weg wurde ein bisschen verkürzt, ein klein bisschen umgeleitet. Und daher gehen wir heute diese 11,3 Kilometer. Wer war nun Jakob Maria Mierscheid? Es wäre ja nicht ein Wanderweg nach ihm benannt, wenn er nicht für die Region oder allgemein eine bedeutende Persönlichkeit wäre. Ich habe ja mal gehört, dass jemand behauptet hat, dass er ein Nachfahre von Johannes Büttler war, besser bekannt als der Schinderhannes. Ja, diese Tafel, die wurde Jakob Maria Mierscheid gewidmet und die ist für einige Jahre wohl mal verschwunden gewesen. Man vermutet, dass sie im Tresor der Bundestagsverwaltung lag und da verstaubte. Und erst als der Bundestag nach Berlin umgezogen ist, hat man sie dort wiedergefunden und dann einige Jahre später in Moorbach hier aufgehangen. Aber es ist eigentlich schon klar, ne? Ja, nicht. Wir arbeiten uns voran mit einem neuen Hinweis. Ja, und zwar hat sich Jakob Maria Mierscheid damals 2001 für Moorbach stark gemacht als olympischen Austragungsort. Hat auch diese gigantische Seefläche hier hinter uns errichten lassen. Ja, leider wurde daraus nichts, aber nichtsdestotrotz hat sich hier dann wieder der Moorbacher Waldflugfrosch angesammelt, der lange Zeit als ausgestorben galt und der dümpelt jetzt in diesem See hier rum. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr wandert, gut aufpassen, weil hier gibt es fliegende Frösche. Ja. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Ja, nochmal ein Detail zu Jakob Maria Mierscheid. Er ist seit 1979 im Bundestag und er hat sich hier in der Region wegen der Bolzensklerose für die Windräder stark gemacht. Genau, wieder so ein komisches Detail. Hm.
time. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. Ja, ein weiteres Detail zu unserem Jakob. Ja, der Jakob hat, bevor er in den Bundestag eingetreten ist, eine Schneiderlehre begonnen, weil seine Eltern das ihm so wünschten, und dann hat er eine Schneiderlehre abgeschlossen und hat die auch erfolgreich beendet und ist dadurch mit vielen Politikern in Kontakt getreten und ist so dann in die SPD gekommen. Sky. I remember thinking if I only could stop the time right now. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all friend. Way back when, way back when, we were higher than the ceiling, little fingers to the sky. Way back when, way back when. Dann haben wir noch mal zwei Fakten zu Jakob. Ja, er war maßgeblich für die Reglementierung der Gartenzwerge verantwortlich. Und man nannte ihn auch das Phantom der SPD. Ja, und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer Wanderung, aber wir haben noch gar nicht aufgelöst, wer war denn jetzt der Jakob? Genau, das waren ganz schön viele merkwürdige Geschichten zum Jakob Maria Mierscheid. Vor allem haben wir euch jetzt wirklich nicht alle erzählt, denn hier gibt es noch jede Menge mehr Geschichten hier über diesen ganzen Weg. Und die sollt ihr aber selber lesen, wenn ihr die Wanderung nachwandert. Genau, und wir lösen trotzdem auf, wer Jakob Maria Mierscheid war. Das war eine fiktive Person tatsächlich, die angeblich. Die es so wohl nie gab. Aber es war jemand oder mehrere sehr, sehr kreativ, und die Geschichten sind tatsächlich ganz witzig. Ja, also der wurde praktisch von zwei SPD-Politikern erfunden, und nach dem Tod von Carlo Schmid wurde der erfunden von den zwei Politikern, weil der Carlo Schmid ist immer sehr eingetreten für nochmal Ordnung in der Partei zu schaffen. Und nach dem Tod von ihm haben sie einfach so eine Leitfigur nochmal gesucht. Und der wird bis heute auch in der Partei da weitergeführt. Und ja, der schreibt immer mal gerne Briefe, ist auch offiziell immer im Bundestag anwesend, obwohl noch nie jemand ihn gesehen hat. Komisch. Und wird wirklich auch so von der Partei weitergeführt. Und einer hat immer die Funktion und beantwortet sogar Briefe mit der Unterschrift von dem. Und der sollte die Partei immer mal wieder wachrütteln, beziehungsweise auch immer mal Statements zu verschiedenen Themen abgeben, beziehungsweise auch einmal zeigen, dass das Leben auch lustig sein kann.
Ja, das ist auf jeden Fall gelungen und witzig, dass sie ihm dann auch noch einen Wanderweg gewidmet haben. Aber da könnt ihr im Internet ganz viel nachlesen und auf der Wanderung auch ganz viel zu entdecken. Ja, und jetzt zurück zur Wanderung. Genau. Die Strecke ist echt sehr schön. Ja. Abwechslungsreich vor allem, ne? Sehr abwechslungsreich, ja. Von Wäldern, Laubwäldern, dann hat man ja zwischendurch mal Felsen gehabt, dann wieder Tannenwälder, schöne Aussichten. Wir empfehlen die Tour natürlich vor allem bei schönem Wetter, wegen der schönen Aussichten, wenn hier jetzt im Hunsrück oben Nebel ist oder so. Hat man halt keine schönen Aussichten hier, dann ist die Sicht sehr begrenzt, dann gehen natürlich ein paar schöne Momente auf der Tour verloren. Deswegen sucht euch die aus bei schönem Wetter und ansonsten eine echt schöne und ruhige Tour. Ja. Eine blöde Straßenüberquerung dabei und zweimal geht es über große geschotterte Feldwege, aber also Waldwege, aber nur ganz kurz und danach sind immer wieder schöne Pfade und schöne abwechslungsreiche Wege dazwischen. Ja, ja, wir geben der Tour einen Daumen nach oben. Genau. Wir hoffen, unsere Wanderung hat euch wieder gefallen und ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei bei Adventure Dwells. Tschüss! Tschüss.